Wie wichtig der Druckverlust gerade bei der Berechnung von Trinkwasseranlagen ist, zeigt die Georg Fischer GmbH hier an ihrem Druckverlustvergleich. Sinnbildlich dargestellt eine typische T-Stück-Installation, wie sie auch häufig in den Mehrfamilienhäusern und so weiter zu finden ist. Wenn wir nun hier mehrere Zapfstellen gleichzeitig aufdrehen, sehen wir bei einem Eingangsdruck von ca. 3 Bar, wie unterschiedlich sich doch die Systeme unterschiedlicher Hersteller auswirken. Während wir bei unserem Sanipex MT-System jetzt bei einem Fließdruck von ca. 2,2 Bar gerade mal 700 Millibar an Druck vernichten, ist es bei Mitbewerberprodukten schon über 1,5 Bar, die hier an Druck aufgrund der T-Stück-Installation vernichtet werden.